wir machen weiter mit einem Sponsored Slot und zwar mit Dirk Franke und Dr. Frank, jetzt muss ich eben gucken, Nobbe von Logicalis. Ihr führt jetzt ein Expertengespräch für uns am frühen Morgen, richtig? Bei euch ist auch noch ein bisschen dunkel, zumindest auf der linken Seite. Ja, ich habe einfach das Rollo unten gelassen, also von daher passt das schon, ja. Aber ihr seid zumindest hast du den richtigen Verein, den du unterstützt, das finde ich schon mal sehr gut. Dankeschön, ich freue mich immer, dass wir uns überall wiederfinden auf der Welt. Dann wünsche ich viel Spaß bei diesem Gespräch und ich hoffe, ihr seid fit genug am frühen Morgen. Absolut, das danke euch. Das ist ein gutes Stichwort. Ne? Also vielen Dank für gutes die Übergabe Gelingen. Und guten Morgen, liebe DOAC-Teilnehmer. Freut mich, dass ihr schon so früh bei uns seid und am Start seid, aber ich kriege ja gerade mit, wir sind ja lange nicht die Ersten. Also herzlich willkommen zum Interview mit dem Thema die hybride Welt des Multi-Database, Multi-Cloud-DBAs. Und bei mir ist mein Kollege, der Dirk Franke, Director Client Solution Advisory bei Logicalis. Und ich bin der Frank Nobbe, Director Partner Management, ebenfalls bei der Logicalis. Guten Morgen, Dirk. Ja, morgen. Ich habe dich ja gerade vorgestellt als Director Client Solution Advisory. Ich glaube, das kann man ganz gut übersetzen mit Leiter Fachvertrieb, versteht man dann vielleicht besser. Und diese Rolle hast du ja seit Mai dieses Jahres inne, also noch gar nicht so lang. Und vorher warst du lange Jahre der Director unserer Oracle Practice und damit fast ausschließlich mit dem Thema Oracle beschäftigt. Wie hat sich denn durch deine neue Aufgabe, dein Blick auf die Datenbank-Workloads, Datenbank-Cloud-Workloads unserer Kunden verändert? Ja, tatsächlich, Frank, hat sich mein Blickwinkel ein bisschen erweitert. Sag mal, früher habe ich natürlich hauptsächlich die Vorteile der Oracle Cloud Infrastructure für die DB-Loads in den Vordergrund gestellt, aber heute bietet sich mir ein bisschen breiterer und differenzierterer Blick durch einen Multi-Cloud-Ansatz, zum einen durch natürlich unser, durch Logicalis breiteres Portfolio, zum Beispiel mit der Azure Cloud, aber auch durch viele Kundengespräche. Und unser Ziel ist es halt auch, unsere Kunden auf dem Weg in die Cloud gesamtheitlich zu begleiten. Ja, jetzt sprichst du von ganzheitlicher oder gesamtheitlicher Betreuung unserer Kunden. Hört sich super an. Sicher auch ein hehres Ziel. Aber auf der anderen Seite muss man ja sagen, ist auch ein bisschen eine sehr allgemeine Aussage. Kannst du das ein bisschen näher für uns spezifizieren? Ja, klar, Frank. Ich will dir dazu drei Beispiele nennen, wo wir unsere Kunden halt durch unsere Expertise optimal unterstützen können. Ich weiß nicht, ob du den Vortrag vom Stefan vorher gesehen hast. Er hatte zwar die Wahl des Schreibtisches und des PCs, in dem er arbeitet, aber die Zimmergestaltung oblag seiner Frau. Und genauso geht es halt vielen DBAs. Ne? Es ist doch so, dass halt viele unserer Kunden schon lange die Auswahl ihrer favorisierten Hyperscaler getroffen haben. Ne? Und die Kunden-DBAs haben halt vielfältige Herausforderungen, dann Projekte umzusetzen. Und genau da können wir sie durch Beratung und zum anderen natürlich auch in der Umsetzung unterstützen. Es fängt zumal an, überhaupt erstmal die richtige Auswahl zu treffen. Wo laufen denn die Applikationen und Datenbanken in welcher Cloud am besten? Ne? Beispiele wären Azure, OCI oder auch Google. Und wie implementiere ich dann die Umgebung? Aus dem Projektbeispiel kann ich dir sagen, dass durchaus unterschiedlichste Interessen vorherrschen. Zum einen natürlich bei den Stakeholdern der Kunden selbst. Ja, die haben natürlich mal eine Plattformauswahl getroffen. In der Regel hat der Kunde zwei Hyperscaler als präferierte Plattform. Zum anderen aber auch bei den Hyperscaler selber. Ne? Das heißt, wenn ich von On-Premise-Workload in die Cloud migrieren möchte, stellt sich die Frage, mache ich das in einem IaaS-Stack, zum Beispiel Container, VMs oder Bare Metal? Ja, und halte halt die Kontrolle über das Deployment oder wähle ich einen Cloud-Plattform-Service, ne? Zum Beispiel ein Azure Postgres, Azure SQL und begebe ich damit mich vielleicht in der Abhängigkeit zum Provider, falls ich mal nicht so zufrieden bin. Ne? Übertragen auf die Oracle-Datenbank wäre das zum Beispiel dann ein klassischer Plattform-Service oder ein Exadata-Cloud-Service oder auch letztendlich die Cloud im Rechenzentrum der Kunden mit der Exadata Cloud at Customer. Das Ganze hat starken Einfluss
natürlich auf die Möglichkeiten Automationsgrad und auch Administration. Und wir haben umfängliche Projekte schon in den verschiedensten Clouds durchgeführt und können dementsprechend die Vor- und Nachteile aus den Erfahrungen heraus an unsere anderen Kunden weitergeben. Okay, dann halte ich mal als unseren ersten wichtigen Punkt für heute Morgen fest. Zunächst mal muss die Frage geklärt werden, welcher Cloud-Provider ist für den jeweiligen Datenbank-Workload der richtige? Ja, absolut. Also oftmals spielen ja auch neben der Primärauswahl auch ganz andere Parameter mit rein, wie zum Beispiel Security, Compliance oder auch Kosten. Das wird natürlich vom Management initial nicht adressiert, aber spielt eine entscheidende Rolle. Und sage ich mal, aufgrund unserer Beratungskompetenz haben wir zum Beispiel einen Kunden, der eine ganz klare Azure-Strategie hatte, handelt sich hier um ein Immobilienunternehmen, die wollten ihre Oracle-Datenbank nach Azure verlagern, weil das der Primärbetreiber war. Aber durch die Features oder die guten Security-Features der Oracle-Cloud in dem Umfeld und ein deutlich günstigerer Preispunkt konnten wir den Kunden halt überzeugen, dann doch seine Datenbank-Deployments in Azure zu machen, in OCI zu machen. Und er ist da hochgradig zufrieden. Natürlich hängt das auch immer vom Use Case drauf ab. Wir haben auch Kunden, die nutzen einen klassischen Multicloud-Ansatz, zum Beispiel auch hier einen Exadata Cloud Service in der OCI, wo die großen wichtigen Datenbank-Workloads laufen, aber die Auswertung der Daten erfolgt über Power BI in der Azure Cloud und das Ganze wird halt verbunden über den Azure OCI Interconnect. Und ich denke, man muss sich die Use Cases immer genau angucken. Man kann nicht sagen, schwarz oder weiß, wir gehen in die ein oder andere Cloud. Und dementsprechend spielen die drei vorher genannten Aspekte, Security, Compliance und Kosten, natürlich eine entscheidende Rolle. Das Ganze führt sogar so weit, dass wir mittlerweile für die Themen maßgeschneiderte Produkte haben, zum Beispiel den Azure Cloud Navigator, der sich um Compliance-Themen kümmert, das Compliance-Framework und Kosten-Framework oder Secure on Mesh als SIEM-Lösung basierend auf Azure Sentinel oder und Secure X von Cisco. Dann ist also nicht immer nur ein Cloud-Anbieter der jeweils richtige, sondern es kann auch eine Multi-Cloud-Umgebung sein, eine Kombination mehrerer Cloud-Anbieter. Siehst du denn noch weitere Herausforderungen, wo wir als langjähriger Systemintegrator oder mit unserer langjährigen Erfahrung den Kunden helfen können in ihrer Multi-Cloud-Umgebung? Ja, absolut. Solange wir in einer Umgebung sind, ist es noch alles relativ einfach zu handhaben, aber bei Multicloud erhöht sich maßgeblich die Komplexität. Das bringt mich dann nämlich auch zum wichtigsten Punkt. Wir haben oftmals nur ein unzureichend vorhandenes IT-Ökosystem, um in der Multicloud-Welt effizient zu arbeiten. Okay, ja, das muss ich ja sagen, klingt fast ein bisschen provokativ, Dirk, wenn du von nur unzureichend vorhandenem IT-Ökosystem in der Cloud sprichst, sollte man ja nicht meinen. Was genau meinst du denn damit? Naja, durch die verschiedenen Deployment-Modelle in den verschiedenen Clouds, ob IaaS oder PaaS oder und damit teilweise auch den entstehenden Datenbank-Zone, weil in den Plattform-Service hat jeder Cloud-Anbieter besondere Möglichkeiten, ob wir jetzt eine Documents-Datenbank haben oder eine relationale Datenbank, also Special-Purpose-Lösung, oder ich auch mit dem IaaS-Stack mit Legacy-Datenbank oder Open-Source reingehe. Ja, all das muss ich ja auch noch managen. Ich muss es automatisieren, das Deployment, ob das jetzt nur mit Ansible oder Terraform ist, und auch miteinander konnektieren. Und viel wichtiger wird in dem Zusammenhang dann auch noch das Operating. Also löse ich zum Beispiel im Bereich Backup das mit den Tools der Hyperscaler, wie zum Beispiel in der Google Cloud mit Activio für eine Oracle-Datenbank oder für andere Datenbank, nehme ich vielleicht mein Third-Party-Tool, was ich auch on-premises einsetze, oder nutze ich einfach Datenbankmittel. Und wenn du dir gut vorstellen kannst, wohin speichere ich denn das Backup? Mache ich es in der Cloud des Hypervisors, in der Cloud des Hyperscalers? Mache ich es vielleicht in eine Co-Location aus Regulatorik? Oder habe ich vielleicht in einer hybriden Umgebung auch noch den Zwang,
die Backups in eigenen RZ zu speichern. Und am Ende des Tages muss ich mich halt fragen, wie halte ich das unter Kontrolle? Ne? Und all das in Fragestellung, wo wir halt als Logicalis langjährige Erfahrung haben und das mit unserer Cloud-Expertise optimal kombinieren können, um unseren Kunden bei der Lösungsfindung dort zu unterstützen. Ja, also vielen Dank, Dirk. Mehr kriegen wir in der Kürze der Zeit nicht unter. Ja, klar. Ich wünsche uns und allen DORG-Teilnehmern noch eine erfolgreiche Messe. Aber es gibt ein gutes Anwendungsbeispiel für die Migrationsexpertise, von der Dirk gesprochen hatte, nämlich den Vortrag von unserem Kollegen, dem Kai-Uwe Fischer, jetzt direkt um 10 zum Thema Zero Downtime Migration von Oracle Datenbanken. Passt hier genau ran. Also vielen Dank nochmal. Ja, ich schließe mich gerne an. Mach's gut, Frank. Tschüss.